Moin und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play der ersten Folge von Der Clue 2. Ein relativ altes Spiel, das in 2 Tagen am 9. Januar jetzt seinen 13. Geburtstag feiert. Ja, das heißt, zum Release des Spiels war ich auch gerade mal 13 Jahre jung. Und ja, mal gucken. Ich habe mir das so gedacht, dass ich die Folgen immer so lange mache, wie ein Einbruch dauert. Mal gucken, ob es so klappt, wie ich mir das vorstelle. So, zu Beginn können wir uns hier mal ein Brecheisen nehmen und mal die Zeitung lesen. Ja, die haben hier Sinclair geschnappt. Ja, ein Einbrecher weniger auf dem Markt. Mehr für uns zu holen. Ah, hier eine Axt. Gleich mitnehmen. Badezimmer. Ja, für alle, die das Spiel nicht kennen, es ist ein reines Einbruchssimulationsspiel. Muss ich mit der Zeit in der Stadt verschiedene Ausrüstung zusammensuchen. Dann hier am Schreibtisch mit dem Hightech-Computer. Ja, Einbrüche planen. Ja, und damit fangen wir mal an. Den ersten Einbruch. Zielgebäude haben wir noch nicht viel frei. Tankstelle oder ein Tante-Emma-Laden. Später dann kommen mehr. Kino, Hotel, Gewächshaus, Boxclub, aber es sind noch nicht alle, da kommen noch mehr. Ja, ein Fahrzeug. Haben wir ein hübsches gelbes Auto. Komplizen können wir später wählen, da haben wir noch keine, die lernt man erst im Laufe des Spiels kennen. Und dann natürlich ganz wichtig das Werkzeug. Und man sieht hier auch immer verbrauchter Platz in Kilogramm, Gewicht, was man mit sich rumschleppen kann. Also das bezieht sich, wenn ich das jetzt nicht falsch verstehe, aufs Auto und das, was wir persönlich mit uns rumschleppen. Für den ersten, für die Tankstelle wird wahrscheinlich das Brecheisen reichen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es ist, wie gesagt, schon 13 Jahre her, dass ich das gespielt habe. Aber schauen wir mal. Ja, hier ist die Tankstelle. Da oben sieht man auch schon Polizei laufen. Und das Ganze läuft wie folgt ab. Wir planen das in einer Art Aufnahme. Drücken auf Play. Auf Record. Und wenn wir laufen, bewegt sich auch die Umwelt, wie man da oben an den Polizisten sieht. Da oben sein Sichtfeld. Ich laufe, er läuft. Ich stehe, er steht. Recht nett, um das Ganze dann zu planen. Jetzt guckt er hier nach dem Rechten. Dasselbe können wir auch machen. Hier durchgucken. Jetzt ist das Dach weg. Wir sehen, es ist leer. Ah, jetzt laufen wir noch kurz, dass der Polizist ein bisschen an Abstand gewinnt. Dann machen wir uns mal an die Tür. Die Tür ist verschlossen, aber genau dafür haben wir ja unser Brecheisen dabei. Hörschwelle, ja, selbsterklärend. Wenn die einen gewissen Pegel erreicht, wird man uns entdecken. Hier die Fortschrittsleiste, wie weit wir die Tür geknackt haben. Zieht sich immer ein bisschen. Spitzengrafik. So, die Tür ist offen. Sollte zumindest. Genau. Machen wir mal zu. Ne, geht alleine zu. Jetzt mal gucken, was haben wir hier alles? Eine Kasse. Leere Regale. Ja, machen wir uns mal an die Kasse. Ist auch verschlossen. Dann wieder mit dem Brecheisen ran. Hier wieder die Hörschwelle und der Fortschrittsbalken. Hier unten ein hübscher kleiner Timer, wie weit wir sind. Also bisher 1 Minute. So lässt sich die Aufnahme auch recht gut planen. Ja. Und aufmachen. Reingucken. Genau. Ah,
Geld. Ah, da sieht man, der Polizist ist wieder da. Ich hoffe, der entdeckt mich jetzt nicht. Ne, scheint nicht so. So, habe ich das Geld jetzt? Ah, so. Jetzt. Oh, haben wir sonst noch irgendwas da? Das Münztelefon oder so? Sieht genauso alt aus wie das Spiel. Ja. Da oben läuft der Polizist. Gehen wir mal wieder runter. Da. Und ab ins Auto. Und vorbei. Aufzeichnung beenden. Ja. Planbeschreibung. Tankstelle. Versuch 1. Falls es nicht geklappt hat. Machen wir gleich noch einen Plan für den Tante-Emma-Laden und dann starten wir beide Pläne mal und dann sehen wir ja, ob es klappt oder nicht. Nehmen wir mal die Axt auch mit diesmal. Ich kenne den Tante-Emma-Laden nicht mehr. Ja, hier. Kein Polizist in Sichtweite. Aufnahme und los geht's. Mal reingucken. Hier oben sieht man schon, also im oberen Stockwerk läuft definitiv jemand. Guck mal rein, unten ist sauber. Aber der könnte ja runterkommen. Mal gucken. Oh, da sieht man die Hörschwelle. Deutlich überschritten. Dann lieber wieder mit dem Brecheisen. Ja, sehr viel leiser. Na, bewegt er sich nicht da oben? Immer schön die Augen offen halten, dass uns doch ein Polizist oder ähnliches überrascht. So, die Tür wäre dann offen. Ah, da hinten lief gerade jemand. Ah, die Oma kommt runter. Da warten wir lieber noch kurz. Durchgucken, lassen wir die wieder nach oben. Na komm, Omi. Na. Arme, alte, gebrechliche Frau, und wir überfallen sie. Na Oma, schimpf nicht so viel. Weiter, weiter. Ah, jetzt. Warten wir noch kurz, bis sie wieder oben ist. Oder zumindest an der Treppe. Mehlsackbeutel, ja, 20 Kilo für Mehl nehmen wir mal nicht mit. Ist verschlossen. Nehmen wir wieder unser Brecheisen. Ran ans Geschäft. Hier drin sind noch Säcke. Mal angucken, was drinnen ist. Da vorne. Na, vielleicht mal bei der Omi oben. Vielleicht hat sie ein paar vollgestopfte Strümpfe oben, voll mit Geld. Ah. Nicht so viel, wie wir gerne hätten.
aus dem Sack. Na. So, Omi, wo bist du? Ah, da guckt sie aus dem Fenster. Ah, geht's nochmal nach oben? Aufs Dach. Aber da scheint mir nichts zu sein. Und jetzt nach unten nochmal der Omi ihr Stockwerk durchsuchen. Da sieht es aus, als wäre noch was. Ihre Handtasche. Oh, wie gemein. Objekt ist verschlossen. Nee, ist keine Handtasche. Ein Radio. Ah, $20. Ah, hoffentlich geht es jetzt schnell genug. Sieht mir fast nicht so aus. Mal gucken mit dem... Damit? Na, das müssen wir, glaube ich, auf mehreren Anläufen machen. Hier schön beobachten das Sichtfeld unserer Omi. Wenn die losläuft, sollten wir uns auch mal auf den Weg machen. Ja. Wäre weniger schön, wenn sie uns erwischt. Bekommt sie einen Herzinfarkt. Naja, kein Augenschmaus, ne? Unserem Einbrecher gefällt die Oma schon mal weniger. Lassen wir sie wieder ein bisschen durchs Fenster gucken. Jetzt schimpft sie da weiter. Ja, wie so ist, in der älteren Generation immer schimpfen, immer schimpfen. Aber das kennen wir ja alle, das Problem, oder? Ja. Ist vielleicht ein bisschen langweilig hier immer nur im Kreis laufen, bis Omi sich wieder bewegt. Aber da muss man durch. Ja, Treppe runter. Und wieder an den Spind. Oh, da ist ein Schreibtisch, den wir noch untersuchen können. Machen wir gleich mal als nächstes. Na, die Hörschwelle immer schön beobachten. Die ist gerade wieder ein Stück nach oben. So eine Axt ist eben doch ein bisschen lauter als ein Brecheisen. Na, mal reingucken. Ah. Sag ich's doch, ein Strumpf mit Geld. Ist auch verschlossen. Omi guckt da noch. Oh, schade, leer der Schreibtisch. Oh, dann machen wir uns noch schnell einen zweiten Spind, solange Omi aus dem Fenster guckt. Geben wir der Omi doch einen Namen. Immer nur Omi ist doof. Nennen wir sie... Wie nennen wir sie denn? Cordula. Cordula ist doch ein schöner Omi-Name. Na komm, Cordula. Schneller. Ja, dann müssen wir jetzt noch einmal durch. Ich denke, beim nächsten Anlauf sollte der zweite Spind offen sein und dann können wir uns wieder verabschieden von hier. Mal gucken, was wir da mit unserem Geld anstellen können, das wir uns hart erarbeitet haben. Als kleiner Möchtegern-Einbrecher mit hochgegelter
Frisur und Schweinekringelchen vorne dran. Hübsches Löckchen da. Lackschuhe. Schwarz-rot kariertes Sakko, aber ein alter brauner Rucksack. Na, und Cordula schon wieder nur am Schimpfen. Über was schimpft sie da wohl? Über den Zaun oder weil ich mein Auto so schlecht geparkt habe? Ah, wahrscheinlich eher über mein Auto. Sieben Minuten gleich. Uiuiui. Ob das in echt auch so lange dauern würde? Weiter geht's. Gucken, wo Omi läuft. Wo Cordula läuft. Ja, später gibt's dann auch noch so, ja, Bunsenbrenner und weiß der Geier was alles. Ist aber schon ziemlich lange her. Ich glaube, den Bunsenbrenner habe ich mir damals am Hafen besorgt. Da muss ich nochmal gucken. Sehen wir dann im Laufe des Let's Plays, Let's Shows, was auch immer das ist, dann sein mag. Nach 13 Jahren kann keiner mehr erwarten, dass ich das noch alles auswendig weiß. Oh, Omi bewegt sich, verdammt. Schnell, 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 schnell. Reingucken. Oh, leer. Schade. Ja, dann eben nur ein Radio und 270 Dollar. Sind das überhaupt Dollar? Ist doch für den zweiten Raubzug nicht schlecht. Beim ersten hatten wir deutlich weniger. Oder ist das Gesamtcash? Jetzt lauf runter. Tür auf. Sesam, öffne dich. Na, ich weiß nicht, ob das jetzt was macht, wenn ich da in ihr Sichtfeld laufe, aber ich denke einfach mal nicht. Und drinnen. Auftrag beenden. Gut. Cordulas Laden Versuch 1. So, Plan starten. Fangen wir mit der Tankstelle an. Ja, jetzt läuft es einfach ab. Können wir da vorspulen? Müssen wir uns nicht alles nochmal angucken. Kasse öffnen. Oh, Alarm. Ein unversperrtes Objekt wurde entdeckt. Es heißt, fehlgeschlagen? Dein Plan war ein Misserfolg. Schlecht. Dann gucken wir uns Cordulas Laden noch an. Plan starten. Das war zu laut. Direkt am Anfang versagt. Nein. Fast schon ärgerlich. Naja, dann mache ich jetzt auf jeden Fall nochmal die Tankstelle. Und das soll es dann auch für die erste Runde gewesen sein. Das heißt, wir lassen den jetzt diesmal nicht ganz so weit weglaufen. Und hört er uns jetzt schon? Nein. Vielleicht wäre die Axt bei der Tür deutlich schneller, weiß ich jetzt nicht. Oder bei den Kassen. Müssen wir uns einfach mal ein bisschen beeilen.
Holztür ein paar Mal mit der Axt draufgehauen und gut ist. Doof, dass man nicht durchs Fenster einsteigen kann. Mal gucken, ob wir es rechtzeitig wieder rausschaffen, bevor der liebe Polizist wieder da ist. Scheint fast nicht so. Da vorne läuft er schon. Wird knapp, sehr knapp. Öffnen. Ah, nein. Nehmen. Raus. Schneller. Lauf, Forrest. Wie heißt du überhaupt? Johnny? So. 1,5 Minuten. Topzeit. Tankstelle Versuch 1. Ja. Plan starten. Tankstelle Versuch 1. Und Speed. Matt Tucker heiße ich. Wurde gesehen von Dan Roy. Wo hat er mich denn gesehen? Wo läuft er denn? Oh? Dann auf ein neues. Es kann doch nicht so schwer sein. Diesmal nehmen wir die Axt auch mit. Mal gucken, ob die schneller geht. Plan bearbeiten. Werkzeug. Und die Axt. Und Start. Ja, Versuch Nummer 3. Und draufhauen und wetten, der hört uns jetzt. Ja, hat uns gehört, sehr laut. Stopp. Können wir das ein bisschen... Okay, dann machen wir es auf Start. Können wir da auch einfach nur ein bisschen zurückspulen? Nee. Ah, okay. Pause. Sehr schön. Wieder mit dem Brecheisen an die Tür. Oh, da ist ein Fahrrad. Können wir das vielleicht klauen? Oder damit wenigstens wegfahren? Hier an den Zapfsäulen irgendwas zu klauen? Ne, scheinbar nicht. Das ist der Mülltonne. Reinmachen können. So, und die Axt auspacken und ran damit. Zweimal draufgehauen und offen ist es. Sollte man meinen. Geht schneller, oder? Noch kein Polizist zu sehen. Doch jetzt. Jetzt aber schnell. Und reingucken. Geld raus. Weg, schneller. Los, Matt Tucker. Ah, ich glaube, diesmal hat er uns nicht gesehen. Und fertig. Versuch Nummer 3. Plan starten. Oh. War Misserfolg. Warum? Warum Misserfolg? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Würde ich mir gerne nochmal angucken. Plan starten.
Aha, ich habe doch das Geld eingesteckt, oder? Oh, Plan bearbeiten. Das sah ja soweit recht gut aus. Werkzeug, Matt Tucker. Nein! Bearbeiten. Den bearbeiten. Klappt so nicht. Oh, pass auf. Nimm mal einen Start und aufnehmen. Versuch Nummer 4, ja? Um eine einfache Tankstelle aufzubrechen. Und später kommen noch Überwachungskameras und dergleichen dazu, also wird nicht einfacher. Wäre aber auch langweilig, wenn, ne? Hat er uns jetzt gehört? Oder war der noch im Grünen? Nein. Kann man da ein bisschen Speed machen? Tatsächlich. Rein da. Axt, Kasse. Noch kein Polizist zu sehen, doch jetzt Geld nehmen. 40 Dollar. Tür auf. Scheint zu klemmen, ich bin noch draußen. Was jammerst du denn? So, wenn es jetzt nicht geht, 40 Dollar habe ich einstecken, dann verzweifle ich. Fertig. Versuch Nummer 4. Plan starten. Ja, auf ein neues, ne? Alarm? Jetzt. Bist doch doof. Ja, wenn nicht alles hundertprozentig läuft, dann läuft's nicht. Brecheisen. Ran an die Tür. Wieder mal. Auf. Axt. Kasse. Zum fünften Mal. Auf. Reingucken. Geld nehmen. Raus. Jetzt kommt der Polizist. Na. Aber schnell. Einsteigen, beenden. Versuch Nummer 5. Schon ein bisschen erbärmlich. Und wenn das jetzt nicht klappt, dann verzweifle ich. Aber so richtig. Der Plan war erfolgreich. Ja. 5 Dollar mehr als wir brauchen, 7 Dollar weniger als wir könnten. Und wir sind, ja, 27 Sekunden unter der Referenzzeit.
gut oder nicht. Naja. Ja, gut. So viel dann zum ersten Let's Show der Clue 2. Beim nächsten Mal geht's dann an den Tante-Emma-Laden und wahrscheinlich ins Zeus-Kino. Mal gucken, was da so für Filme laufen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.